Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir sind jetzt am Sonntag. Es ist noch nicht ganz so spät, aber es ist auch schon relativ spät. Es ist jetzt 17 Uhr und ich habe noch 17 Spiele. Was für eine passende Uhrzeit. Ich hoffe, dass ich nicht für jedes Spiel eine Stunde brauche, sondern wir das ein bisschen schneller hinbekommen. Aber da ich heute eigentlich nichts anderes mehr vorhabe, denke und hoffe ich, dass wir hier gut durch die Spiele kommen. Ich werde versuchen, konzentriert zu spielen, gut zu spielen. Gold 3, wie immer, als Minimalziel. Und jetzt hoffe ich auch, dass ich ein bisschen besser spiele als am Freitag und es dann vor allem besser hinbekomme, mit meinen neuen Spielern ein paar Scorerpunkte zu erzeugen. Also mit Robben haben wir noch gar keinen. Mit Kruse als Ast ein und mit Insignia auch nicht. Ich brauche vielleicht erst wieder ein bisschen Zeit zum Einspielen, wobei ich eigentlich gedacht habe, Insignia ist einfach nur ein Upgrade zu El Shaarawy in Form, genau wie Kruse. Dachte ich, wäre einfach nur ein Upgrade zu Arangis, aber tja, bisher die ersten Spiele lief es jetzt noch nicht so geil, aber bei Kruse bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass er geil ist und dass ich da einfach nur ein bisschen Pech hatte und es auch an meiner eigenen Spielweise lag. Und bei den anderen Spielern muss ich schauen. Also da bin ich mir echt gerade nicht so sicher, was da das Problem ist. Er hat einen 75er, das ist zwar Once to Watch, aber der dürfte nicht geupgradet sein. 75er Linksverteidiger ist aber schon ziemlich schwach. Und er spielt seinen Rechtsverteidiger Aurier nicht mit voller Chemie. So, jetzt konzentrieren wir uns aber. Ich will besser spielen als am Freitag. Mal gucken, ob er jetzt den 75er auswechselt, aber ich glaube es fast nicht. Ich denke, er wird einfach aufs 4-1-2-1 vorstellen, wahrscheinlich mit Mbappé und Martial im Sturm, Dembele als ZOM, Bakayoko und Fekir als ZM und Sanson als, oder ist Bakayoko der Sechser? Ich weiß es gerade nicht. Na, ach, er spielt ein 4-2-3-1, das ist ja geil. Aber er spielt das enge 4-2-3-1 mit 3 ZOMs, nicht das, was ich spiele. Aber Fekir als Sechser, das passt ja überhaupt nicht. What? Ich bin sehr gespannt, wie der spielt mit dem Team, vor allem mit der Formation. Das kann ich mir ja überhaupt nicht vorstellen. Aber Robben müssen wir schauen. Aber wie gesagt, bei El Shaarawy Inform hat es auch lange gedauert, also wirklich lange gedauert. Da haben wir ihn im Endeffekt auch. Schade. Wir haben ja im Endeffekt El Shaarawy Inform nur deswegen so lange getestet. Nur deswegen so lange getestet, weil es keine wirkliche Alternative zu ihm gab auf der Position. Aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, Robben und die anderen jetzt so lange zu testen, bis sie vielleicht mal irgendwann funktionieren, aber wir schauen mal. Schade. Langsamer Spielaufbau, das ist nicht so geil. Sehr schön von Fekir raus, also von Fekir den Ball geholt, nicht mit Fekir. War natürlich ein riskanter Pass, aber ich war ziemlich eingeengt. Schade, wieso kriegt er denn den Pass bitte nicht? Och nee! Ach, es ist nur ein 1-0, scheiß drauf. Krasses Tor, kann man nicht verteidigen. Ziemlich lucky auf jeden Fall. Denn der Gegner spielt gut, so abwarten, wie der aufgebaut hat. Aber wie gesagt, es war einfach nur ein dummer Distanzschuss, da kam im Endeffekt nicht gut durch.
Wir schießen jetzt ein Tor, was wir uns schön rausspielen. Natürlich geblockt, schade. Aber wenigstens eine gut rausgespielte Chance. Ja, hätte Robben ruhig mal sein erstes Tor machen können. Oh, nice luck. Gute Parade von Loris. Tick zu hoch. Eieiei, schade, dass es nicht mehr am Strafraum war. Jetzt. Oh, knapp. Es wäre ein sehr ekliger Ballverlust für den Gegner geworden. Dann Foul an Robben diesmal. Scheiße, was war das denn? Ich dachte echt, der Pass kommt an. Das macht er gut gegen Robben. Kommt gar nicht durch. Ist echt bitter, dass es hier 1-0 für den Gegner steht. Ach, Robben, Rechtsfuß. Also er ist ein Linksfuß, aber eher abseits. Ist ein Linksfuß, ich schieße mit rechts, das bringt nichts. Ich hätte ihn annehmen müssen. Auch wenn, wie gesagt, abseits, aber es kann auch sein, dass es mal eine Situation gibt, wo es kein Abseits ist. Muss ich einfach dran denken, mit Robben brauchst du nicht schießen, vor allem nicht Volley. Da muss ich dann den Ball annehmen. Oh. Schon wieder der nächste Fehler. Da kommt echt gar nicht durch. Abseits müsste sein. Nein, kein Abseits. Schöne Grätsche.
Okay, ich bin trotzdem zufrieden. Wir sind ja deutlich bessere Spieler, hatten uns auch die deutlich besseren Chancen rausgespielt. Gegner hat einmal aus 100 Metern Entfernung geschossen, lackt sich halt das Tor, scheiß drauf. Wir machen jetzt noch eins, mindestens eins in der zweiten Hälfte, im besten Fall halt zwei oder mehr. Konzentrieren. Oh, schon wieder fast der Fehler. Alter, das wäre es gewesen, wenn er jetzt wieder so ein Scheißtor geschossen hätte. War nämlich auch geschlänzt, genau wie der erste Schuss. Robben haben recht wenig gespielt, fast nur Ribéry. Jetzt mal. Ja, war ein Scheißpass von mir, muss ich leider zugeben. Aber ich habe halt gehofft, dass sich Werner zurückfallen lässt, weil er nicht Bombe, dass er weit nach vorne läuft. Hätte wahrscheinlich eher versuchen sollen, mit Robben in die Mitte irgendwie zu kommen und zu ziehen, auch wenn das nicht so mein Ding ist. Robben werden dann logischerweise auch wieder ausgewechselt. Oh, ich dachte, der Pass kommt dann. Abgefälscht, oder? Ja. Schlechter Schuss, aber ich wollte halt direkt abschließen, weil der Gegner zu nah war. Sehr schön von Tolisso. Robben lässt sich halt echt geil dribbeln, muss man sagen. Schade. Wieder gute Situation, aber das ist ein schwieriger Abschluss für Werner. Ach, schade, da hatte ich noch auf Klären gedrückt. Ja, das ist ja komplett dumm. Schade, war ein Risikopass, aber ich hatte einfach eine Lücke gesehen. Kotzt mich schon wieder an, dass nicht mehr gewechselt wird, weil es wieder keine Unterbrechungen gibt. Ich sollte mal in solchen Situationen mehr aus der Distanz schießen, um halt einfach eine Ecke oder einen Abstoß zu provozieren. Schade.
Oh Mann! So eine Scheiße! Kriegen keinen Wechsel, wir können unsere Chancen nicht nutzen. Kein Bock, dass dieser Spinner ja mit seinem beschissenen Scheißtor und seinem unverdienten 1-0, das war eigentlich ein Elfmeter, dass er da jetzt gewinnt. Eigentlich auch Werner spielen. Beschissener Angriff, ey. Tunnels. Alter, es gibt keine Wechsel mehr. Es ist zum Kotzen. Da wollte ich natürlich nicht hinspielen. Ja! Lucky, aber verdient, ey! Zum Kotzen mit dem Spiel. Ja! Jetzt können wir reparieren, Robben auswechseln. Nice! So verdient hier zu führen, die Führung sage ich schon, den Ausgleich zu schaffen. Boom! Reparier macht's, weil der Gegner schlecht rausspielt. Er hätte halt einfach klären müssen. Er macht halt den Fehler, dass er da versucht rauszuspielen. Sehr geil. Wichtig. Oh Mann, jetzt drehen wir das noch. Ach, Ribéry Tor geschossen, ausgewechselt. Ist ein bisschen tragisch, aber es tut mir leid. Come on, vielleicht schaffen wir echt noch das 2-2, das 2-1 in der regulären Spielzeit. Das wäre geil. Wenn da der Ball bei Werner liegen bleibt, das wäre geil gewesen. Okay, gehen die Verlängerung, aber immerhin, die haben wir uns mehr als verdient. Come on, und jetzt schießen wir schön in der Verlängerung 3-4 Tore. Ach, ich sehe nicht, wo der Ball ist. Ach, verdammt. Ich das oder der Gegner gerade mit diesem merkwürdigen Pass? Abseits, nice. Oh, fuck. Fuck. Ich hatte echt kurz Angst, dass das Ding reingeht. Eieiei. Schöner Stellungsfehler, was geht ab, Junge? Genau ist so und nicht anders, ey.
War nicht gut verteidigt von ihm. Dadurch konnte ich mit Alessandrini hier, hat er schlecht antizipiert, konnte ich in die Mitte ziehen, dann war Werner frei, er dreht sich, mache auch gar keinen Flachschuss, sondern einfach normaler Schuss, normaler Abschluss, bums aus Nikolaus. Jetzt konzentrieren, come on. Erstmal die erste Hälfte überstehen, müsste ja gleich abgepfiffen werden. Ja, so. Und jetzt nochmal die zweite Hälfte überstehen. Oder im besten Fall noch ein Tor schießen, weil das war es dann wahrscheinlich für den Gegner. Sehr geil mit Goretzka. Sehr gut. War ein Fehler von ihm, dieser lange Pass. Und das war nochmal ein Stellungsfehler. Vielleicht doch lieber das Zeitspiel nehmen sollen. Gut mitgelaufen mit Ginter, haben aber trotzdem nicht den Ball. Sehr gut, das war's. Oh, nicht dahin! Wo spielt denn der hin? Ach du Scheiße! Wäre aber auch nicht verdient gewesen, bist du selber. Krass. Das wäre es gewesen, wenn er jetzt echt noch diesen Treffer gemacht hätte. Statt ihn als Alu zu schießen. Aber wie gesagt, wäre nicht verdient gewesen und ich verstehe auch den letzten Fehlpass von mir nicht. Also, wie der zustande gekommen ist, weil für mich war das Spiel schon durch. Vielleicht war das der Fehler. Dass ich es im Kopf schon abgehackt habe. Naja, egal, trotzdem verdient gewonnen, auch wenn es hier mit in die Verlängerung geht, schade. Hätte gerne in der regulären Spielzeit geschafft, mal gucken, wie spät es ist. Ich überlege halt gerade, also jetzt ein Spiel schaffe ich noch, ich überlege halt noch schon, ob ich da noch eine Aufnahme schaffe, bevor ich zu meinen Eltern essen gehe. Aber ich denke, ich werde dann die letzten 15 Spiele nach dem Essen machen müssen. Sag mal, ist hier überhaupt die Heizung an? Es ist eisekalt. 19,2 Grad, naja, was soll's. Ach ja, wer hat denn eigentlich Vorlage und sowas gemacht? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Einmal hat Ribéry geschossen, das war auf Garantie. Alessandrini hat die Vorlage gemacht zum 2-1 für Werner, der das Tor gemacht hat. Und Ribéry hat das 1-1 gemacht, da gab es keine Vorlage, glaube ich. Und Robben fühlt sich zwar ganz geil an, aber ich habe wieder das Gefühl, wie am Anfang halt bei El Shaarawy, ich komme einfach nicht damit klar, dass er nur zwei Standards mit schwachen Rechten hat. Und das war immer das Problem, wenn ich Robben gespielt habe. Und deswegen bin ich nie mit Robben klargekommen. Und er ist auch viel zu teuer, um ihn da weiter zu testen. Ich glaube halt echt, ich bin halt schon am Überlegen, wie viele Spiele ich mir jetzt noch Chance gebe, weil mit der Kohle kann ich echt geilere Sachen machen. Wie haben wir denn bisher? Ich glaube 6, ne? Hm. Ne, 5 Spiele haben wir jetzt. Hat noch keinen Scorerpunkt gemacht und er fühlt sich jetzt auch nicht so ultra geil an. Hat jetzt auch noch keine Zaubertore gemacht, hatte schon 1-2 Chancen für Zaubertore. Also ein Spiel gebe ich ihm auf jeden Fall noch.
Und dann werde ich wahrscheinlich Bellarabi wieder reinnehmen. Ich habe ja auch Origi verkauft, den RM. Ich meine, den könnte ich mir natürlich wieder kaufen, dann, wenn ich Robben verkaufe. Aber ich würde erstmal Bellarabi weiter testen. Hat jetzt, glaube ich, ein Tor gemacht, aber auch nicht wirklich überraschend. Berauschend. Wir haben wieder mal die Calcio A, deswegen hat der Gegner die Bundesliga. Und es ist ein ziemlich gutes Bundesliga-Team. Auch Kruse. Oh, das ist nur in Form, Kimmich, glaube ich. Nicht Second in Form gewesen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Da fährt aber andere krasse Spieler drin. So Konzentration, Thiago zum Beispiel. Ja, was mit Insigne ist, der muss eigentlich. Oh. Der muss eigentlich. Ah, der hat auch Robben. Er muss eigentlich geiler sein als. Als Sharabi ist gar nicht anders. Er hat die insgesamt kompletteren Werte, hat drei Sterne auf den schwachen Fuß. Ich verstehe das nicht. Schade. Och, getunnelt. Es war dumm, er hat es gedeckt, aber ich dachte halt, dass Mertens woanders hinläuft. Oh, er hat Reus. Krasse Grätsche. Interessant gemacht von Koulibaly. Aber es war ein Fehler. Wir hätten mit Lichtsteiner nicht den Ball gegen Reus verlieren dürfen. Wenn jetzt ein Tor fressen, ist es leider unsere Schuld. Kein Bock, oder? Macht ihn wirklich direkt krass. Okay, haben wir Glück. War auch ein sehr riskanter Pass. Ich weiß nicht, warum er in den Lauf geht. Hätte kurz bleiben müssen. Das war ein Fehler von ihm. Und ich habe erst zu spät gemerkt, dass er in den Lauf geht. Oh, scheiße, der Gegner macht es gut. Sollte man nicht mehr ganz so riskant spielen. Ist aber auch eng hier, verdammt nochmal. Was er für ein Glück hier hat. Danke, Stellungsfehler. Och nee, oder? Wie können wir denn den auf den. Oh nein! Wie können wir denn den auf den Typ schießen? Fuck! Ah, geht auf Pause, ich stelle da was um. Ja, war wieder dumm von mir. Was mach ich denn? Meine Fresse.
gemacht mit Lichtsteiner. Gefällt mir nicht. Ich habe ein, zwei Pässe drin, die einfach dumm sind. Die ich nicht spielen muss. Spielt auch im 4-2-3-1, so wie wir. Auch das breite 4-2-3-1. Mal gucken, ob jetzt umstellt aufs 4-1-2-1-2. Keine Ahnung, bisher nicht. Steht wenigstens kein nerviger Spieler in der Nähe. Wir können ja schön in Ruhe kurz spielen. Oder flanken, besser gesagt. Wieder ein sinnloser Ballverlust. Schade, ich wusste, dass der Ball nicht ankommt, hätte ich nicht gegrätscht. Was hat er denn? Ah, ich hatte Schienbein, ich hatte Schienbein. Nice. Oh, Koulibaly, du Bü. Glückwunsch. Ich schaff's natürlich mit Mertens nicht. Schieß genau den Typ an, der da steht. Und Koulibaly, der quasi schon auf den Füßen steht von Werner. Mach den Tackle nicht. Fuck. Na gut, wie gesagt, ich habe jetzt auch ein paar Pässe drin gehabt. Ein bisschen Spielaufbau, was einfach nicht geil war. Foul. Schade, dass ich das nicht kann. Oh, krasse Parade, ey, was ist denn hier los? Und natürlich daneben geköpft. Fuck. Koulibaly schon wieder. Zum Glück. Diesmal hat er sich halt nicht so steuern lassen. Also ist er. Na, ist egal, was soll ich das lernen? Ja, schönes Lackertor, ey. Er würde niemals dazu kommen, wenn Koulibaly nicht so beschissen wegzieht. Das regt mich auf. Unsinnig, dass wir hier 2-0 hinten liegen. Komplett unsinnig. Fuck. Aber ich muss trotzdem zugeben, ich mache ja Scheiße in dem Spiel, ich mache ja Pässe, ich mache ja Fehler im Spielaufbau, die so einfach nicht sein müssen. Sein sollten. Ich kann auch nicht mal sagen, ob ich gut durchkomme oder nicht. Das war einfach ein dummer Fehlpass. Probier jetzt trotzdem erstmals 4-1-2-1-2 aus. Leider verdient, dass der Gegner führt, auch wenn ich mir sicher bin, dass wir mindestens gleich gut sind und wenn ich hier anständig spielen würde, eigentlich ein Unentschieden verdient wäre, aber ja, so wie ich halt zur Zeit spiele, ist es dann halt einfach dumm. Come on, komm, es ist nur ein 2-0, das kriegen wir hin. Wieder beschissen gedribbelt.
Und wieder bekommen wir das Ding nicht rein. Alter, das war doch jetzt die zweite hundertprozentige. Was ist denn hier los? Also jetzt müssten wir schon zwei Tore haben. Jetzt ist es auf jeden Fall nicht mehr verdient, dass wir der Gegner führt. Verstehe nicht, wie das nicht reingehen konnte. Aber gut, habe ich beim ersten Mal auch schon nicht verstanden. Oh, wie können wir denn den da noch getroffen haben? Komplett bescheuert. Ich reg mich gerade zu sehr auf, zum Glück. Geht nach der Aufnahme erstmal zu meinen Eltern essen, dann kann ich mich wieder abregen. Reus hat keine Ausdauer mehr. Schade, dass Insigne keinen Körper hat. Schieß doch! Aber ich glaube, wir sind jetzt gefährlich an der Formation. War ein normaler Pass, er macht einen Laufpass draus. Scheiße, Mann. Ich meine, ich habe immer noch nicht wirklich gut gespielt. Also ich könnte besser spielen, aber trotzdem 200-prozentige Chancen werden nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung, wieso. Schön, dass er bei ihm aus war. Und es regt mich gerade auf und ich wähle hier tausendmal die falschen Spieler aus. Den Mann angeschossen. Foul. Nice luck. Also ich gehe davon aus, dass wir das Spiel verlieren werden, dass es unverdient ist und trotzdem ich sagen muss, ich habe nicht meine maximale Leistung gezeigt. Wie gesagt, Benatia hat ja auch diesen Kopfball, also unentschieden mir auf jeden Fall verdient. Ich habe nicht meine maximale Leistung gezeigt und muss mir halt trotzdem vorwerfen, wenn du hier 100% gibst, dann ist es auch noch schwerer, das Spiel unverdient zu verlieren, weil dann verspielt man sich mehr Torchancen, da sollte der Ball nicht hin und so weiter und so fort. Deswegen leider Gottes muss ich hier auch wieder mich an die eigene Nase fassen, auch wenn es trotzdem, obwohl ich nicht meine beste Leistung zeige, es kein verdienter Sieg für den Gegner ist.
Schön, das Licht da noch nicht direkt klärt, wie ich es eingegeben habe. Oh, ich habe doch auf Passen gedrückt. Danke. Oh, fickt euch. Fickt euch einfach alle zusammen, wie da steht, ey. Geil auch das Insigne, der seine ersten Scorerpunkte hätte machen können, diese hundertprozentige nicht macht. Das ist echt das Allerbeste. Ich spiele einen normalen Pass, er macht einen Laufpass. Die wollen mich gerade komplett verarschen in dem Spiel. Schöne Ballkontrolle. So eine unverdiente Scheiße, ey. Ist egal, wenn ich jetzt noch ein Tor geschossen hätte, ich hätte es nicht mehr geschafft. Unverdient, unverdient, unverdient. Ich spiele nicht 100% Leistung, okay, muss ich zugeben, ist scheiße. Aber meine Gegner, meine Spieler machen auch kompletten Schrott, nutzen die 100%igen nicht. Und, oh, fickt euch einfach. Drecks Scheiße hier. Scheiß-Team! Und ich weiß auch nicht, warum ich mich gerade so drüber aufreg. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich weiß, dass ich selber nicht das Maximum gezeigt habe, dass ich selber Fehler hatte. Und dann regt es mich immer noch mehr auf, wenn ich dann in so einem Spiel, wo ich nicht 100% zeige, wenn ich daran verliere, wenn da dann nicht alles so noch läuft, wenn da noch Probleme kommen, dass irgendwie die eigenen Spieler gerade keinen Bock haben, geil zu sein, dass man 100%ige liegen lässt, dann, also eigentlich regt man sich über sich selber auf, also eigentlich regt man sich am meisten darüber auf, dass man selber so scheiße gespielt hat, projiziert das aber dann auf den Gegner, auf die unverdiente Niederlage, auf die 100%igen, die liegen gelassen werden und so weiter und so fort. Das ist das Problem, aber naja, ist ja egal. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis, und dann bin ich wieder unten.